September 2015 verbrachte ich ein paar Tage in St. Gorshausen. Am Ankunftstag unternahm ich einen kleinen Spaziergang durch die Altstadt, am Rhein entlang und schlenderte weiter zur Bronzestatue der Lorelei. Am nächsten Tag ging es mit der Bahn nach Kestert. Dort erwartete mich ein steiler Anstieg bis zum Rheinsteig. Diesem folgte ich dann bis St. Gorshausen. Das war eine sehr schöne Tour. Es gab Burgen, Wald und Felsen. Der Weg ging hoch und runter und man hatte oft sehr schöne Aussichten auf den Rhein. Genug Pausenplätze gab es auch. Zum krönenden Abschluss bin ich dann noch den Rabenacksteig hinabgestiegen. Wer schwindelfrei ist, sollte das auf jeden Fall tun. Das war ein tolles Erlebnis mit ein wenig Nervenkitzel. Etwas ruhiger ließ ich es dann am nächsten Tag angehen. Ich ging direkt in St. Gorshausen los, wieder auf den Rheinsteig. Zuerst ging's auf den Felsen Lorelei. Dann führte der Weg durch die Weinberge und ich suchte noch den einen oder anderen Geocache. Weil es mir bis zum nächsten Bahnhof zu weit war, ging ich einen Teil der Strecke wieder zurück und stieg dann über die Loreleitreppe ins Tal. Dann gab's noch einen Abstecher zum Eingang des Eisenbahntunnels und zurück ging's am Rhein entlang. Am letzten Tag bin ich auf der anderen Uferseite einen Teil des Rheinburgenweges gewandert. Zuerst ging es mit der Fähre nach St. Gor ans gegenüberliegende Ufer, von dort mit der Bahn bis Oberwesel.
Dort hieß es dann erstmal wieder bergauf wandern. Zu meiner Freude gab es dort auch einen kleinen Steig, den Ölsbergsteig. Dieser war leichter als der Steig am ersten Tag, hat aber auch richtig Spaß gemacht. Weiter ging es dann auf der Höhe mit Blick auf die Lorelei und natürlich immer wieder auf den Rhein. Das war auch eine richtig schöne Tour. Damit endete mein Kurzurlaub am Rhein leider auch schon wieder.